Willkommen zu einem neuen großen fetten Phasmo-Update, das eigentlich erst zu Weihnachten kommen sollte, aber jetzt schon da ist. Und da dachte ich mir, das muss ich unbedingt spielen. Ich werde euch kurz sagen, was alles neu drin ist. Es gibt einmal eine Musikbox. Es gibt jetzt quasi Voodoo-Puppen, die einen quasi force a pin into the doll and trigger a reaction from the ghost. Das heißt, wenn ich quasi in die Voodoo-Puppe eine Nadel reinsteche, dann bekomme ich eine Reaktion vom Geist. Es gibt den Spiegel. A visible portal into the spectral realm. Dare you peer inside to find the ghost room. Das heißt, wenn du reinschaust, findest du den Geisterraum. Da wird aber bestimmt viel Sanity runtergehen, denke ich mal. Es gibt einen Beschwörungskreis, was ich sehr cool finde. Man soll aber nicht zu lange in diesem Kreis drin bleiben. Es gibt Tarotkarten. Es gibt ein Ouija-Board. Und das Ouija-Board ist mittlerweile so, dass du, wenn du diese Konversation mit dem Geist beenden möchtest, musst du Goodbye sagen. Ansonsten wird wahrscheinlich der Geist getriggert. Es ist auch nicht mehr garantiert, dass es den im Nightmare-Modus gibt. Und ja, ich finde es sehr cool und bin sehr gespannt. Und ich glaube, auch Geister haben jetzt eigene Identitäten. Also es ist jetzt so, da man ja im Nightmare-Modus die Geister identifizieren musste, was sehr schwierig war, ist es so, dass die Geister jetzt richtig zugewiesen worden ist, was sie ausmacht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Yokai steht zum Beispiel, be quiet, you wouldn't want to wake it up. Das heißt, beim Yokai soll man ruhig sein, man möchte ihn nicht aufwecken. Das heißt, wenn man sehr leise ist, wird man vielleicht merken, dass es ein Yokai ist. Auf jeden Fall fettes Update. Hier steht auch noch mal alles, was neu ist, die Änderungen, was gefixt worden ist. Finde ich richtig cool, wird auf jeden Fall positiv bewertet und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal rein ins Game. So, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, oder? Dann kann ich dir nochmal genau sagen, was alles neu ist. Na klar. So, Papadelle, du hast deine Weihnachtsmütze an. Du hast auch eine an, du bist richtig der kleine Kobold. Geil. So ein helfender Elfe. Ja, voll süß. Geil, also, es gibt mega viel Neues. Es gibt jetzt in Phasmo eine Voodoo-Puppe. Sobald man, sobald man was in die reinstopft, kriegt man vom Geist quasi ein Signal. Es gibt einen Spiegel, wenn man den schaut, kann man den Raum sehen, wo der Geist ist. Oder es passiert was anderes Schreckliches. Es gibt jetzt nochmal das Ouija-Board. Da musst du immer, wenn du mit dem fertig bist, Goodbye sagen. Ansonsten, Punkt, Punkt, Punkt stand da. Wahrscheinlich kommt dann direkt der Geist und bringt dich um. Es gibt jetzt auch eine Musikbox. Es gibt jetzt für jeden Geist einzelne Dinge, die ihn hardcore triggern. Zum Beispiel bei den Yokai oder Hantu, was glaube ich, musst du extrem leise sein. Und es gibt noch einen Beschwörungskreis, so einen Satanskreis, den man machen kann. Ich hoffe, wir finden das alles. Hätte ich richtig Bock drauf. Ja. Lass uns rausfinden. Wie heißt denn der Geist, Gnu? Robert Thompson. Den Namen muss ich mir merken. So, lass uns gerne mal reindüsen. Jetzt habe ich wieder das Wichtigste vergessen. Scheiß Gefriertemperatur, verdammt. Okay, ich habe noch gar nichts mit. Warte mal, ich nehme eine Taschenlampe. Auf jeden Fall die starke, genau, sehr gut. Jo, dann nehme ich, glaube ich, noch so eine Fotocam und eine Filmcam. Ja. Oder, nee, ich nehme, glaube ich, statt der Fotokamera nehme ich erstmal das Buch. Ja, sehr gut. Ja, let's go. Okay, let's go. Okay, nicht so hype. Rein da! In die gute Stube. Mal, wie macht man nochmal? Kann man nicht mit T die Taschenbahn machen? Doch, nee, mit rechter Maustaste. Ach, ich habe auch gar nicht die richtige. Genau, du musst die kurze nehmen. Ich mach schon mal Gefriertemperatur an. Ja. Er weiß, was ich meine. Okay, also, wir halten mal Ausschau, weil diese Voodoo-Puppe und alles, das muss man quasi alles in den Maps finden. Deswegen suchen wir das jetzt erstmal, bevor wir nachher auf Albtraum oder so spielen. Weil es geht uns jetzt ja um die Gegenstände hier vor allem. So, wir halten jetzt mal Ausschau nach Spiegel, Voodoo-Puppe und alles drum und dran, okay? Okay. Okay, let's go. Und es geht wieder los. Und es geht wieder los, ich bin im Keller, alleine. Ich habe hier einen Knochen gefunden. Okay. So. Gucken wir alles genau an. Ihr schreit bitte, wenn ihr irgendwas seht. Okay, das war hier offen. Oh, was ist das? Nur ein Handy, oder? Gib uns ein Zeichen, bist du hier?
Ich finde auch irgendwo eine Musicbox. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich bin nicht da. Was, da ist der Spiegel? Wo? Robert Thompson, sind Sie oben? Oh, nee, das ist nicht der Spiegel gewesen, oder? Nee, ich glaube nicht. Der gehört nur an das Ding hier dran. Wobei, ist es der Spiegel? Was sage ich eigentlich, wenn der Spiegel dran ist? Hallo. Hallo? Hallo? Sind Sie im Badezimmer? It's me. Also hier ist ein Spiegel, aber ich glaube nicht, dass das der richtige ist. Ich glaube, das ist einfach so ein großer, runder Spiegel. Ja, der Spiegel im Bad stand da schon immer. Okay, gucken wir mal oben. Und hier ist eine Kerze, die man bestimmt anzünden kann. Wir finden schon was. Guck mal, hier, in dem Raum. Wann bist du? Hier? Achso. Ja, komm mal mit. Ja, Moment. Ja. Was denn? Ich finde, dieser Teddy ist extrem gruselig. Der macht scheinbar auch irgendwas Gruseliges, wenn du ihn irgendwie triggerst. Okay, let's go, Teddy. Mach was. Ich glaube, der dreht da den Kopf. Okay, was finden wir hier? Ich will doch irgendwas finden. Ich will einen Gegenstand. War das vielleicht wirklich ein neuer Gegenstand da unten? Ich guck mal kurz, ob der Gegenstand vielleicht doch da hinten in dem Raum war. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Oh, was ist das? Oh, ich hab Tarotkarten. Ah, komm runter. Warte, runter? Wo runter? Ich hab Tarotkarten, runter. Okay, ich bin unten. Okay. Ich hab grad irgendwas gesehen, okay. Da stand irgendwas mit Haus. Okay, Haus. Ja, und was heißt das jetzt? Wo? Ich hab keine Ahnung. Was machen denn die Tarotkarten? Wo sind denn Tarotkarten? Hier, meine Hand. Was machen denn die Tarotkarten nochmal? Das war Tower. Da stand Tower drauf. Okay, du kannst Sachen, also Tarotkarten kannst du dir legen. Ja, aber ich habe die einfach nur geöffnet, also nur angeschaut und dann ist die verschwunden. Okay, was soll ich denn für eine Frage stellen? Okay. Geist. Boah, das ist ein hässlicher Pullover. Findest du? Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Naja. Oh, sorry. Ich meine, es ist fantastisch. Das kannst du tragen. Was soll ich denn den Geist fragen oder was muss ich ihn denn fragen? Ist das hier dieser runde Spiegel? Weihnachtsanzug an, hast du es gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, wo ist er denn? Er stand da gerade als Weihnachtsmann verkleidet. Oh mein Gott, auch okay. Nicht der Weihnachtsmann. Ich glaube, wir müssen kurz mal, er hat gerade was angemacht, ne? Er hat gerade hier im Badezimmer was angemacht, ja. Ich frag ihn mal, Geist, wie alt bist du? The Tower, wo bist du? Der macht da nichts, er hat hier nur Licht angemacht. Oh, ah doch, der kommt dann direkt. EMF3. Okay, ich geh mal kurz zum Auto und. Nein, lass mich hier nicht allein! Na klar, viel Spaß. Robert Thompson, hol dir genug. Hey! Geist, wo bist du? The Fool. Oh, was bedeutet das denn? Geist, wie alt bist du? Oh, scheiße, okay, er macht halt wirklich die ganze Zeit Scheiße, ne? Okay, EMF3. Oh Gott, ich sollte mal gehen, ne? Ich glaube, meine Sanity ist gleich am Arsch. Aber was bedeuten diese Tarotkarten? Ach so. Ja, ich komme gleich. Aber was muss ich denn an die Karten fragen? Muss ich sagen, hey Karten, wie geht's euch? Also wie stelle ich diese Frage? So, komm, wir triggern jetzt ein bisschen. Also. Wir haben Fingerabdrücke auf jeden Fall. Sehr gut. Wie stelle ich denn die Frage an die Karten? Das würde mich mal sehr interessieren. Weiß es einer aus deiner Community?
Das denke ich nicht. Deine gucken doch viel mehr, Phasmo. Aber ich nehme mal an, dass du einfach die Fragen stellen musst, oder? Okay, wo ist der Geist? Was soll ich tun? Wo ist der Geist? Tot? Oh, oh. Nein! Nein! Fuck! Ach du Scheiße! Oh nein! Oh nein! Mach mal weiter mit den Tarotkarten. Die liegen bei meiner Leiche. Ach okay, warte, du ja. Scheiße. Es war dead. Ich hätte rennen sollen, ne? Da kam der Weihnachtsmann, Leute. Mach die Tür nicht auf. Bruder, wie alt bist du? Also, du musst dann auch die Karte ziehen auf links oder rechts. Oh, er kommt schon wieder, ne? Er hat bestimmt auch Death. Er stampft hier draußen irgendwo rum. Oh, shit. Oh, oh. Okay, mit denen kannst du ihn halt voll triggern, ne? Oh Gott. Ach du Scheiße. Ein Deck aus 10 zufälligen Karten, jede mit einer einzigartigen mystischen Eigenschaft. Ja, wir hatten Dead, ne? Da kam er direkt zu uns reingespawnt. Aber gut, man lernt halt jetzt in dem Update auch draus, ne? Was macht er denn mit meiner Leiche jetzt? Wella, bist du gut oder böse? Ich glaube, dieser Tag, die sagen, was er als nächstes macht, die Karten, oder? Das weiß auch noch keiner so recht. Wahrscheinlich, ne? Die Karten sagen, was er macht, deswegen hat er sich vorhin auch gezeigt. Wie witzig, dass der Weihnachtsgeräusche macht. Nicht so laut stampfen da oben! Lustig, dass der Weihnachtsgeräusche macht, ne? Oh Mann, ey. So, ich geh jetzt erstmal raus, Gnu, und ich hole mir mal kurz hier Informationen, ob die Kamera vielleicht irgendwas zeigt. Ja. Aber ich glaube, er wechselt den Raum. Oh Gott, scheiße, ey. Was ein Fail. Das hat meine ganzen Sachen weg, Mann. Manno. Man hört Glocken beim Hand, das ist halt auch so geil. Die Tarotkarten. Die sind aber echt geil gemacht, muss ich sagen. Die Tarotkarten, ne? Versuch mal, die Karten auf den Boden zu legen und dann Fragen zu stellen. Vielleicht sieht er eine. Können wir gleich mal probieren. Kannst du nachher mal probieren, die Karten auf den Boden zu legen und eine Frage zu stellen, ob der Geist eine zieht? Ach, sorry, ich lese gerade zu den Tarotkarten was durch. Du kannst nämlich bei im Journal gucken, da gibt es dann Informationen dazu. Ah. Und in diesem Fall steht da, jedes Deck enthält 10 zufällige Karten, die alle unterschiedliche paranormale Eigenschaften haben, wenn sie gezogen werden. Können sie verschiedene Effekte beim Team und bei Geistern in der Nähe auslösen. Sie können zwar nützlich sein, aber auch negative Auswirkungen haben, wie zum Beispiel den Verlust der geistigen Gesundheit, Geistangriffe und sogar den Tod. Viele dieser Karten müssen erst noch entdeckt werden. Wer weiß, was alles möglich ist. Okay. Da steht's. Beschwörungszirkel. Ach, da steht doch alles drin. Geil. Cool. Da steht ja eh alles drin. Perfekt. Verfluchte Besitztümer. Heimgesuchter Spiegel. Wenn du diesen ovalen Spiegel findest, kannst du ihn benutzen, um den Raum zu finden, in dem sich der Geist am häufigsten aufhält. Heben Sie ihn auf und aktivieren Sie ihn, um in der Geisterwelt zu blicken. Sei vorsichtig, denn der Blick in diese Sphäre wird dir schnell den Verstand rauben. Voodoo-Puppe. Diese unheimlich niedlichen Puppen sind dafür bekannt, anderen Schaden zuzufügen. Nimmt man eine auf und aktiviert sie, wird der Geist dazu gezwungen, mit der Umgebung zu interagieren. Die Stifte werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und bestimmte Stifte scheinen sie mehr zu beeinflussen als den Geist. Beschwörungszirkel. An einigen Orten sind mit Blut gezeichnete Pentagramme zu sehen, die von blutroten Kerzen umgeben sind. Wenn sie alle 5 Kerzen anzünden, wird der Geist beschworen und vorübergehend gefangen gehalten. Ah, vergewissern Sie sich, dass Sie entkommen, bevor der Geist ausbricht.
Dann gibt es die Spieldose. Diese komplizierte kleine Spieldose wurde mit dem einzigen Ziel geschaffen, mit den Toten zu kommunizieren. Wenn du die Spieldose in die Hand nimmst und sie aktivierst, erklingt ein gespenstisches Lied. Wenn du genau hinhörst, kann man den Geist manchmal zu dieser eindringlichen Melodie mitsingen hören. Wie geil. Komm ihm nicht zu nahe, du könntest seine musikalische Trance unterbrechen und ihn triggern. Okay, Tarotkarten. Diese mystischen Karten sind der faszinierendste Gegenstand, das haben wir vorhin vorgelesen. Okay, cool, damit haben wir alles erklärt. So, gehen wir mal rein. Oh, der hauntet gerade, ne? Der hauntet gerade. Geil. Hä, hat er gerade was geschmissen? Okay, hat wieder aufgehört zu handeln. Wie lustig, dass diese Weihnachtsglöckchen da so rumklingen. Ich habe jetzt eine neue Karte gezogen. The Moon heißt die. Ich weiß aber nicht, was sie gemacht hat. The Moon? Vielleicht unterbrochen, dass er huntet. Hm. Jetzt. Oh, der hat wieder das Wasser angemacht. So. Oh oh, jetzt huntet er schon wieder. Er ist auf jeden Fall oben, ne? Ja. Sieht der bescheuert aus jetzt. Boah, der ist ganz schön schnell, ne? Also der Geist ist auf jeden Fall oben. Und raus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen. Ja, hat die Dings geändert, ne? Da war es. Ja. Okay, warte mal, ich gehe noch einmal checken, wie meine geistige Verfassung ist und dann gehe ich noch mal rein. Self Deaths, Extended Hunt Time, The Hermit. Meine Verfassung ist null. Move to the lobby, door is locked da all game, the moon lights no longer work. Devil reduce 1% sanity. Okay, warte mal, was haben wir denn jetzt? Ich guck mal. Ah, Moon, Lichter bleiben aus, okay. Also er wirft auf jeden Fall Sachen rum, das heißt, er könnte vielleicht sowas sein wie ein Poltergeist. Lass mich mal checken, was ein Poltergeist macht. Ein berühmtes Geister, ein Poltergeist ist bekannt als ein Wesen, das laut ist und Objekte um sich herum manipuliert, um seine Opfer Angst einzujagen. Stärken, ein Poltergeist kann viele Objekte auf einmal werfen, Schwächen, ein Poltergeist ist in einem leeren Raum fast ineffektiv. Okay. Was bräuchten wir für einen Beweis für Poltergeist? Guck mal, das ist ja dann bei Geistern, oder? Poltergeist, EMF5, Geisterbox und Geisterbuch. Nee, warte mal, das ist der falsche. Poltergeist. Fingerabdrücke, Geisterbox und Geisterbuch. Das heißt, ich muss das Buch nochmal mitnehmen. Okay. Wo haben wir. Haben wir das. Hatten wir überhaupt ein Buch? Ja, das liegt, glaube ich, noch drin sogar. Okay, ja, dann los geht's. Ja. Ich lege die Tarotkarten, glaube ich, mal in den Eingang. Na, oh, süß. Rosemundi, sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank, du verrückte Nudel. Dankeschön. So, mal gucken, wo er ist. Ich weiß leider nicht, wo wir es hingelegt haben. Ist auch nicht schlimm, ansonsten können wir auch nochmal eine neue Runde starten. Gut, dann rate ich jetzt einfach Poltergeist. Okay, ich rate mit. Polterscheißt. So. So, ab jetzt hört er mich gleich wieder, deswegen nicht wundern, ich lese nachher alle Subbies vor, ihr Süßis. Vielen Dank nochmal, Rosemundi. Okay. Okay, ich gebe jetzt Poltergeist an, genug. Mal schauen, ob es stimmt. Okay. When you tried your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Okay.
Ey, es war ein Mimic. Damn it! Was ist ein Mimic? Der ist doch neu, oder? Ich glaube ja. Okay, lass uns nochmal so ein Road-Dingsbums-Haus nehmen, weil das ganz gut ist. Ja. Dann können wir nämlich schneller die Gegenstände finden. Also es war so, diese Tarotkarten tot war halt klar, der spawnt halt bei uns im Raum, da müssen wir ganz schnell abhauen. Das habe ich halt nicht geschnallt. Aber ist schon. Welche, okay. Welche war das, die du gezogen hattest, die das gemacht hat? Das war tot. Okay, aber ich habe ja auch noch 3 oder 4 Mal tot gezogen. Echt? Ja, da ist der oben gespawnt. Ja, der jagt dann einfach nur. Genau, wir hatten halt richtig Pech, dass der in dem Raum war. Ja, gut. Scheiße. Okay, dann würde ich sagen, hast du auch noch ein bisschen Money? Ich guck mal kurz. Ich habe 47 Dollar. Okay, dann gerne vielleicht mal. Oder warte, ich mach das kurz. Räucherstäbchen. Vielleicht ein Beweg. Ah, nee, warte, das passt nicht. Ich könnte Sanity-Pillen kaufen. Hab ich genug. Okay, dann. Genau, haben wir schon Taschenlampe? Stärkere? Ja. Dann lass mal starten. Ich glaube, das passt so. Okay. Let's go! Geil. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt. Der Name ist Mary Brown. Und ich würde sagen, lass uns gehen. Okay. Bin gespannt, was wir jetzt finden. Also wir haben jetzt Tarotkarten. Let's looky, was wir jetzt finden. Okay. Mary Brown. Nein. Magst du Frauen? Achso, sorry. So. Hallo, bist du hier? Wir müssen uns die Gegenstände ganz genau angucken. Marie, bist du hier? Vielleicht können wir kurz mal Strom anmachen. Habe ich gemacht gerade. Ah, geil. Liegt ein Knochen. Okay. Bist du hier, Geist? Ah, dann habe ich mir meine Temperatur. Ein Zeichen. Ein Zeichen. Bist du im Keller? Du hässliche Schabracke. Spiegel, Spiegel, nix. Sie schmeißt auf jeden Fall was rum, das höre ich. Ist die schon sauer, weil wir sie beim Namen nennen? Ich glaube schon, die ist schon am Ragen hier. Ein Stinkepeter, okay. Ich werde mit dir, die ist bestimmt irgendwo unten. Also es kann halt jetzt alles sein. Spiegel oder was auch immer. Da unten war ich gerade einmal. Und auf dem Boden liegen manchmal die Sachen auch rum. Achso, okay. Und vielleicht ist irgendwo die Music Box. Music. Music Box. Ist das eine Jukebox, oder? Mr. People. Ja. Come together. Okay, jetzt suchen wir. Ich habe ihn fast nie so genau umgeschaut. Ja, same. Oh, hier liegt was auf dem Boden. Jetzt ist wahrscheinlich was runtergeworfen. Boah, er kann halt echt überall was sein, ne? Memo an mich selbst, wir nehmen dieses Haus nicht mehr. Oh, was sind das? Ich sehe halt wirklich einfach. Ich habe wieder so eine kleine Kommode mit Spiegel gefunden. Ich weiß nicht, ob das der ist. Glaube tatsächlich nicht. Ist hier hinten. Ist immer irgendwas zu sehen oder ist es zufällig und mal nicht? Nu, hast du gerade geklopft? Nee. Irgendwas hat geklopft. Echt? Ich war es nicht. Dann hat die vielleicht ein Morsezeichen benutzt. Oh, warte mal, das ist ja ein gruseliger Schrank. Oh, hier ist was auf dem Boden. Was ist denn das? Was, wo? Hier. Ist das ein Knochen? Ja, das ist ein Knochen. Vielleicht ist auch was in den Schränken. Guter Punkt. Okay. Ich will es jetzt haben. Was denn? Oh, nee. Oder sind die, sind die auch hier drin? Nee, oder? Also eine Sache spawnt immer. Wir haben noch keine einzige gefunden. Achso, okay. Eine Sache spawnt immer. Ja. Gut, gut, gut. Hier ist zum Beispiel ein Fernseher. Der ist auch gespawnt, oder? Genau. Hä? Dann check ich nochmal im Keller. Oh, hier ist eine Tür. Hier, der Geist auf jeden Fall hier drin.
Aber Gefriertemperatur haben wir nicht. Doch, wir haben Gefriertemperatur. Okay. Der Spiegel wird es ja nicht sein. Minus 4 sogar. Oh, schwierig. Okay, minus 3. Wo bist du, Geist? Boah, die ist ja richtig aktiv. Ich habe den Spiegel gefunden. Genug. Was, echt? Ja, ist unten im Keller gewesen. Okay, komm mal kurz raus, wir nehmen Sanities. Okay, also wir haben Gefriertemperatur. Der ist sehr aktiv, der Geist. Wir nehmen kurz die Sanities und dann den Spiegel. When you tried your best, but you don't succeed. So, was nehme ich jetzt? Ach so, ich habe jetzt schon volle Sanity. Nehmen wir an, der funktioniert so ein bisschen wie ein Kompass, dass der halt lauter ist, wenn man näher an dem Raum dran ist, wo der Geist ist. Der Spiegel? Ja. Hast du den mitgenommen oder liegt der noch unten? Ja, nee, der liegt jetzt hier bei der Tür. Ah, okay. Ich hole das Geisterbuch noch mal aus dem Keller, das muss ich gerade hinlegen, deswegen. Ach, da ist er. Okay, nice. Ich lege das mal kurz hier rein, weil die ist ja hier drin. So. Okay. Oh, es ist gruselig. Okay, gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Wie sowas passiert? Ja, wenn man sie in der Hand hat. Wo bist du, Geist? Wo bist du? Schreib ins Buch. Was sage ich denn, wenn der Spiegel da ist? Gib uns ein Zeichen, wo bist du? Schreib ins Buch. Warte mal, lass mal kurz rausgehen. Und kurz mal gucken, was da steht im Journal. Da steht doch. Items. Voodoo-Puppe. Genau, wenn du diesen... Heimgesuchter Spiegel. Genau. Lies ruhig du vor. Möchtest du? Okay. Wenn du diesen ovalen Spiegel findest, kannst du ihn benutzen, um den Raum zu finden, in dem sich der Geist am häufigsten aufhält. Heben Sie ihn auf und aktivieren Sie ihn, um die Geisterwelt zu blicken. Sei vorsichtig, denn der Blick in diese Sphäre wird dir schnell den Verstand rauben. Okay, das heißt, die Sanity geht halt schneller runter, ne? Okay, das war's. Okay. Oh, okay, jetzt sieht man's bei dir. Witzig. Ja, es ist auf jeden Fall der Raum, den du meintest. Genau. Ja, okay. Okay. Dann haben wir den richtigen Raum. Also wie viel EMF? 3. Haben wir eine Kamera, die wir vielleicht aufstellen können? Ja, du kannst da mal gehen. Ich mach kurz Geisterbox. Okay. Hallo, bist du hier? Okay, okay. Dann hole ich mal die Kamera. Gucken wir mal nach Irby Herbs. Eigentlich sollte man immer nach Irbys gucken, wenn nicht diese Kacke da auf dem Boden liegt. Also diese Dots. Also, ich habe gerade gefragt, ob wir gehen sollen, und sie hat gesagt Death. Okay. Ich glaube, das ist eine eindeutige, das ist ein Hinweis, oder? Ich glaube, das ist ein Hinweis. Aber damit haben wir ja Geisterbox. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir auch die Kamera an und die Dots. Gib uns ein Zeichen. Es sind noch 3 zur Auswahl, die es sein können. Ich Geist, gib uns ein Zeichen. Dafür. Ja. Wir können auch mal kurz gucken, ob da mit der Kamera was sehen. Yes, komm mit raus. Ich mach auch mal kurz diesen Beweis rein. Und zwar haben wir ja auch Geisterbox. So, let's take a looky looky. Jetzt hatten wir schon Spiegel und Tarotkarten. Ich höre dich nicht. Wenn es ein Geisterorb ist, den du jetzt siehst, dann haben wir den Geist direkt. Okay. Ich sehe nur noch nichts. Dots kann es nicht sein. Orbs kann es nicht sein? Okay. Also Dots meine ich. Ah, Dots kann es nicht sein, okay. Nee, ist eine Frage. Ach so, ist eine Frage. Ich guck kurz nach. Aber ich glaube, ich habe gerade einen Orb gesehen. Mimic hätte Fingerabdrücke. Kannst du vielleicht mal die Dots wegnehmen? Weil ich glaube, da fliegen Orbs rum. Ich sehe es nur wegen den Dots nicht richtig. Ja, mache ich. Ich glaube, es ist 100 pro Orb, oder? Irb.
Ja. Ja, wir haben Orbs. Es ist ein Onryo. Geil, da haben wir direkt einen Geist gefunden. Geil. Nice. Okay, dann... Hast du eingegeben? Ja, let's. Achso, warte, wir können auch eine Quest machen, ne? Lassen den Geist durch Salz wandern. Aber wir haben kein Salz dabei, leider. Hab ich vergessen. Und wir haben auch keine Bewegungszelle. Ja, dann let's go. GG! Geil! Da waren Erb. Okay, das war ja gar nichts. Warum hatten wir denn vorhin so viel? Hä? Es war ein Mimic, stand da. Ja, es ist doch kein Onryo. Hä? Aber wir hatten doch Gefriertemperatur. Und auch Geisterbox, oder nicht? Ja, also bei mir wurde ja Death gesagt. Ich versteh's nicht. Ich pack mal Salz rein. Und was noch? Hä? Okay, das ist ja wirklich weird. Ja. Das ist wirklich weird. Dann war es vielleicht dann doch keine Orbs? Doch, es waren 100 pro Orbs. Haben wir alle gesehen. Okay. Weird. Ich könnte jetzt noch eine Kopfkamera mitnehmen. Also ich habe jetzt $82. Jetzt kann ich ein bisschen was mitnehmen. Okay, ich habe aber schon alles eingefügt. Alles? Okay. Ja. Dann lass uns noch mal eine... Ich finde also jetzt gerade so nicht zu extrem schwer machen besser, weil dann kann man auch ein bisschen was finden. Wir machen mal ja, Willow. Nicht zu exotisch, ne? Nicht zu exotisch, ne? Na gut, Knut, dann lass uns nicht zu exotisch werden heute. Okay. Es waren 100 pro Orbs. Oder kann es... Ach so, Mimic ist doch der Geist, der sich der andere nachmacht. Oh. Oh mein Gott, wie dumm. Ja, super. Wie kriege ich dann Mimic raus? Warte mal, es gibt einen neuen Geist. Mimic, warte mal. Mimic. Da steht, der Mimic ist ein schwer fassbarer, mysteriöser Nachahmergeist, der Eigenschaften und Verhaltensweisen anderer Geister einschließlich anderer Geistertypen widerspiegelt. Stärken, Gewissen. Ah, guck mal, Schwächen. In mehreren Berichten wurden Geisterkugeln in der Nähe von Mimics gesichtet. Sind das Orbs? Ja, Geisterkugeln? Wir wissen nicht, wozu dieser Geist fähig ist. Seid vorsichtig. Ach, so eine Scheiße. Vorhin hatten wir auch einen Mimic, ne? Ja, ja. Oh, na gut, ich nehme das Buch wieder mit und okay. Das Radio. Okay. So. Es ist George Anderson. Okay, let's go. Wir suchen erstmal wieder den Gegenstand. Yes. Und ich mache mal unten Heizung an. Ich gucke unten nach. Gut, dann gucke ich. Ach, es ist ja nur eine Etage. Dann gucke ich oben. Okay. Ach. Dann gucke ich auf dem Dach nach, Gnu. Yeah! Ja? Yeah! So. Ach so, es gibt auch einen neuen Geist, die Geist. So, jetzt machen wir als allererstes mal das hier an. Hopp. Hier war ja auch schon öfter was. So, lass mal hier lurken. Ihr müsst auch die Äuglein aufmachen. Es könnte zum Beispiel auch einfach nur eine Spielbox sein, die hier dann nicht so leicht zu finden wäre. War der Spiegel vorne im Schrank oder lag der auf dem Boden? Der lag unten in dem Regal. Okay. Also, es kann auch im Regal sein. Ich sehe nichts, ihr. Denn eure Äuglein sehen mehr. Also ich würde mal behaupten, dass hier unten nichts ist. Oh doch! Ich habe die Spieluhr. Was hast du gefunden? Ich höre dich nicht. Ich habe die Spieluhr gefunden. Okay, dann komm lass ich mal. Uns mal den Geisterraum suchen und dann gehen wir ab. Geil. Okay, dann such mal. Geist, gib uns ein Zeichen. Gib Bist uns du hier? Ein Zeichen. Sollen wir gehen? Okay, hier Are ist you warm. Here, son? Bettner ist in der Garage. Bist du hier, Geist?
Dürfen wir hier sein? Nein. Hast du schon mal Ass gesmoked? Sollen wir gehen? Hä, hier merkt man ja gar nichts. Hallo Geist, bist du hier? Bist du ein Flurgeist? Oh, hier, er ist hier. Bist du hier, Geist? Ja, er ist definitiv hier. Ich hol mal die Geister. Sollen wir gehen? Box. Ich leg mal ein Buch hin. Er hat einen Ball geschmissen. Er hat einen Ball geschmissen. Dann ist er bestimmt ein Spielkind. Schreib ins Buch. Okay. Schreib ins Buch, Geist. Ich diktiere. Eine kleine Ente. Ach so, das sind meine Fußschritte. Ich dachte, das wäre ein Ball gewesen, lol. Okay. Lieber Geist, hast du Twitch Prime? Dann zapp jetzt rein. Der Geist atmet mit. Nein, bitte nicht schon wieder. Nein, 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 nicht schon wieder. Ah, Scheiße, meine Gegenstände. Okay, ich verstehe die Geisterbox und warum gesagt worden ist, ich soll nicht die zu lang halten. Also, du machst die Geisterbox an und man hat den Geist mithauchen hören. Und dadurch, dass er haucht, weißt du, wo der Geist ist. Und dann musst du es schnell fallen lassen und wegrennen. Scheiße. Ich glaube, er wollte reinzappen. Er wollte reinzappen. Mach mal die Geisterbox an und geh mal in den Raum. Aktivier die mal. Oh shit. Oh, okay, der holt uns. Also die Geisterbox ist echt pervers. Ja. Ich glaube, das war's mit Papadelle, ne? Ja. Ja. Willkommen bei den Toten. Was war denn das jetzt? Oh. Die Spieluhr, scheiße, Mann. Willkommen. Ja, Versicherung. Also, es war schon wieder ein Mimik, ne? Ja, ich glaube, die machen es immer Mimik, weil das halt der neue Geist ist und die Leute wollen den halt probieren. Also, die Geisterbox ist voll krass, weil wenn du die anmachst, hast du den Mitsummen hören. Ja. Genau, und man weiß dann halt direkt, wo er ist. Heißt, man muss die halt direkt wieder ausmachen. Okay, ja. Das hast du aber nicht gemacht. Er war nämlich direkt in dem Raum, wo ich stand. Oh. Also ich konnte die auch gar nicht mehr ausmachen dann. Also das, ich konnte die nicht ausmachen, du? Ich konnte sie nicht ablegen, das hat mich aufgeregt. Ja, ich auch nicht mehr. Tja, dann haben wir die Box geopend and he came. So eine Scheiße, ey. Ich nehme jetzt einfach nur ein, vielleicht kannst du ein Ding kaufen, das fände ich ganz cool. Ein Gefriertemperatürchen, ich glaube, das reicht jetzt dann mach auch. Ich. Und dann nehmen wir nochmal Edgefield. Fortgeschritten wählen. Oder vielleicht was Kleineres? Nimm mal das Farmhaus. Ich weiß, es ist nicht klein, aber... Aber da haben wir auch ein bisschen Spielraum zum Abhauen. Ja, genau. Okay. Wir haben Thermometer-Taschenlampen. Yep. Und wir brauchen noch unbedingt Kerzen. Also wir brauchen unbedingt Feuerzeug. Wir haben kein Buch, oder? Und, haben wir. Und Feuerzeug, weil falls nämlich... wir einen Kreis das finden. Das kaufe ich, das kaufe ich. Okay, ich habe schon hinzugefügt, sorry. Es tut mir so leid. Ach, ich habe ihn unterbrochen, das macht ihn aggro. Ja, aber er kommt ja auf mich zu. Muss es ja ausmachen. Also die Spieluhr, interessant. Scheinbar darf man die Spieluhr nicht ausmachen, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wird er dann sauer, das könnte sein. Ja. Aber ich habe sie, ich weiß nicht, ob ich sie ausgemacht habe. Wahrscheinlich darf ich sie nicht ausmachen. Okay, ich mache die Heizung an und dann würde ich sagen, 2, 1, Risiko. Wollen wir vielleicht machen, einer von uns macht Temperatur, einer von uns EMF? Ja. Okay. Hier. Nice, dann nehme ich nur das Buch mit. Geil.
Und der Geist heißt Ruth Anderson. Okay, let's go. Let's go! Ruti, wir kommen rein! Versteckt oder nicht, wir sind da! Yeah! Soll ich unten machen, du oben? Ja, let's go. Dillindin, dillindin, dillindin. Au! Boah, hier müssen wir jetzt halt echt genau hingucken. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. So, hier ist doch die Heizung. Heizung ist an. So, das müssen wir echt alles genau anschauen, Leute, ne? Und der Hoffnung, dass wir es nicht übersehen. Kann halt, wäre halt cool, wenn jetzt auch tatsächlich die, wir den Beschwörungsding finden würden, wo man den Geist ja festhalten kann. Weil die Geisterboxen, sie ist schon sehr klein. Also das war jetzt echt Glück, dass wir die gefunden haben. Nicht die Geisterbox, sorry. Oh, er ist hier, ne? Bist du hier? Die Geisterbox war halt schon, die Spieluhr war schon sehr klein. Das war jetzt schon Glück. Hier ist ein zerbrochener Spiegel. Ich weiß auch nicht, ob der zur Map gehört. Ich glaube nicht. Achso, doch, der gehört, glaube ich, dazu. Hier ist noch ein gruseliges Bild von 4 Töchtern, glaube ich, oder einem Sohn. Er schmeißt hier auf jeden Fall irgendwo was rum, ich höre es genau. Vielleicht findest du hier die Voodoo-Puppe irgendwo. Das wäre cool. Ich habe erstmal einen gruseligen Teddy in einem Kinderbett gefunden. Die Voodoo-Puppe ist doch, hier ist ein Knochen. Ist doch meistens auch hier irgendwo immer. Ich fände es cool, wenn sie jetzt für den Anfang, damit man es ausprobieren kann, das wirklich immer nur auf einer Map erstmal das und das und das machen. Dass man das erstmal ausprobieren kann. So, vielleicht haben wir hier irgendwas. Nicht so laut atmen, Girl. Ich glaube, oben ist alles frei und nichts hier. Okay. Okay. Aber ich gehe nochmal zur Sicherheit einmal nochmal durch. Okay. Oh, ich hab. Was ist das denn? Bup, bup, bup. Bup, 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 bup. Ich denke manchmal, das ist ein Geist. Der hier so rumklimpert. Dabei bin's einfach nur ich. Die können halt überall liegen, die Sachen, ne? Wir werden sicherlich auch mal irgendwas übersehen. Also ich bin jetzt zweimal oben durch, hier ist bestimmt nichts mehr. Okay, ich habe ein Ouija-Board gefunden. Ja, dann haben wir's doch, oder? Ja. Okay, wo bist du? Rechts, links, geradeaus? Unten. Wenn du beim Hauseingang einfach weiter durch den Raum gehst, dann nach, ja, genau hier. Hallo! Hallöchen! So, also wir müssen jetzt immer aufpassen, dass wir sagen goodbye. Okay. Okay. Wo bist du vielleicht? Oh, wo ist er? Kids Room wahrscheinlich. Kitchen, ne? Oder? Kitchen, ja. Okay, ja. Dachte ich mir schon. Okay. Muss jetzt goodbye sagen, ne? Sonst haben wir die Arschkarte. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Sollen wir gehen? Bist du gut? Goodbye! Wir müssen gleich goodbye sagen, sonst sind wir echt am Arsch. Oh fuck. Okay, aber er huntet. Hast du doch. Er huntet. Ich glaube, die brauchen Hustenbalsam. Hallo. Hallo. Jetzt fehlt uns ja nur noch die Voodoo-Puppe. Okay, aber wie hast du das gemacht? Braucht man da irgendeinen Gegenstand für, damit man das spielen kann? Nö, du musst einfach nur anklicken, aber unsere Sanity ist schon am Arsch. Achso. Lass uns erstmal kurz rausgehen. Du kannst ja schon Na mal klar. mitnehmen. Wir sehen uns dann. Hallo, Geist. Wie heißt du? Oh Gott. Wir ist einfach weiter triggert jetzt, ne? Ich weiß schon, dass er sterben wird. Okay. Der Geist huntet. Ich wusste, dass er es übertreibt. Wir haben auch nicht mal Sanity-Pillen dabei.
Scheiße. Okay, Leute, ich glaube, wir sind tot. Mal gucken, ob Papo hat nur noch 15 Sanity. Du hast nur noch 15 Sanity. Ja, sie ist gerade unterwegs. Sie hat aufgehört zu handeln. Dann ab in die Küche, oder? Sag noch dem Board goodbye, ne? Sonst sind wir im Arsch. Hab ich gemacht. Gut. Okay, dann ab in die Kitchen, Mensch. Jo, ich komme gleich wieder. Ich hole mir kurz Sanity, ne? Ja, meinst du, handelt? Geld, was ich mir gespielt habe, ist einfach am Arsch. Ey, es gibt's doch nicht. Papo lebt heute. Oh Mann. Wir haben keine Sanity-Pillen mehr. Woo! Ja, ich habe keine mitgenommen. Ich dachte, das Fortgeschritten nicht so krass ist. Gut. Haben wir schon irgendwas an Beweisen? Ich weiß es nicht. Nein. Es ist Mimic. Gib Mimic ein. Ich gehe jetzt wieder rein, oder? Ja. Let's go. Ich gebe trotzdem Mimic ein, es ist 100 pro Mimic. Oh, sie huntet schon wieder, ne? Komische Geräusche. Die wird gleich wieder handeln. Jetzt chillt die also ab. Die Sau. Ja, jetzt handelt sie wieder. Wie sagt man auch gleich zum Abschied? Friss Scheiße! Ach so, er haut ab, oder was? Oh Mann. Ja, ich darf nochmal reingehen, das ist halt unsinnig, weil sie handelt halt instant los. Und dann kann ich halt keine Beweise suchen. Okay. Okay. Ich hab Mimic eingegeben. Ich wähle jetzt wirklich den Mimic aus. Hey, wie ist es jetzt nicht Mimic? Wetten, jetzt ist es nicht mehr Mimic. Oh Mann, jetzt war es ein Oni. Wer hätte das gedacht, Mann? Das kann man ja echt nicht. Also, Mann, ey. Also, jetzt aber mal. Du kannst gerne Sanity-Pillen kaufen. Ich habe die jetzt nämlich eigentlich nicht gekauft, weil ich dachte, wir brauchen die nicht. Aber dass die jetzt schon so abgeht, hätte ich nicht gedacht. So, und ein Gefrier. Gefrierthermometer, so. Thermometer. Und dann macht man nochmal Tanglewood Street. Vielleicht haben wir jetzt... Ja, ich habe... Wir brauchen jetzt noch Voodoo. Ja, sorry. Ich hab nur 87 Dollar gehabt. Ich konnte nur einmal Sanity-Pillen kaufen. Okay, ich kaufe noch. Wir brauchen noch Voodoo-Puppe und diesen Kreis. Ja. Den Kreis des Todes. Der Kreis. So, Ja, okay, ich kaufe noch ein Feuerzeug. Ja, genau, wichtig. Sehr gut, sehr gut. Hätte ich jetzt ganz vergessen. Okay, dann bereit. Und Feuerzeug muss noch hinzugefügt werden. Yes. Dann geht's los, hoffentlich sterbe ich nicht, ne? Ey, ist so peinlich. Ich bin ja fast in jeder Runde jetzt gestorben, Mann. Ja, ich weiß auch nicht. Normalerweise bin ich doch immer der stirbt. Ja, irgendwie ist heute ein bisschen anders. So, okay, ich habe wieder ich habe EMF wieder dabei. Okay, da würde ich sagen, ich mache an und du guckst oben, ich unten.
Let's Carol Dionys ist es. Carol Dionys. Carol Dionys. Zeig mir deine Johannes. So, die war okay, noch... ich check mal mittlere Etage. Du kannst ja einfach ziehen. Ja. Vielleicht ist auch irgendwo ein Voodoo-Püppchen. Oh, ich hab sie schon schmeißen hören. Ist so schön leise, man hört genau, wo die was schmeißt. Die Sau. Die blöde Sau. Hm? Konzentriert ihr alle, weil wir es nicht übersehen wollen. Ich gehe mal in den Keller. Yep. Jetzt wirklich mal gespannt, was es ist. Ja, der Spiegel ist wieder hier. Ich hole ihn mal. Okay. Und welcher Raum? Es ist die Küche. Okay. Es ist die Küche. Du bist genau richtig schon. Geist, bist du hier? Ah, ich hab was gehört. Hier hinten hat sie geschmissen. Mach mal dein EMF. Ja, wie viel? 3. Schreib in das Buch. Hier hat sie auch was hingeschmissen. Okay, aber gefrier's gar nicht. Bist du hier? Ich hol mal noch Kamera und alles. Ja, ist auf jeden Fall hier. Ich mach mal kurz, Sollen wir gehen? Oder ist etwa wirklich auf jeder Map was anderes? Kann das sein? Oder nicht? So, wir nehmen mal das. Und das. Ziemlich warm hier. Ja. Tatsächlich. Hm. Aber sie hat hier hinten was hingeschmissen. Vielleicht ist sie ja hier. Ja. Also hier sind 7 Grad im Gegensatz zu den anderen. 4 Grad. Guck mal durch die Kamera. 9. Okay, ich frag nochmal. Carol, schreib ins Buch. Die Gegenstände, wir machen es halt gerade fortgeschritten, damit wir überhaupt mal das alles angucken können. Wir haben Orbs. Was sagt meine Sanity? Die sagt 38 und der huntet gleich. Ich würde kurz mal Sanity-Pillen holen an deiner Stelle. So, dann gucken wir mal nach Beweisen. Wir haben Herbs. Unterwegs. Ich nehme mal die Fingerabdrücke mit. Ja. Also Herbie Herbs sind da. Wow, dann ist es vielleicht diesmal kein Mimic. Vielleicht läuft die noch durch die Dirts. Ich guck mal nach Fingerabdrücken und EMF sollten wir eigentlich auch die ganze Zeit anhaben. Ja, ich mache EMF gleich nochmal an. Okay. Carol Jones. Gib uns ein Zeichen. Beweg etwas. Touch. Somebody touch my baguette. Gib Bist uns du ein hier? Zeichen. Zeig dich. Geh mal weg, du hässliche Missgestalt. Bist du einsam? Ich bin einsam. Lass gemeinsam einsam. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, die hat immer gemacht, als wir weg waren, oder? Hat die was getoucht? Ja, ich glaube auch. Die ist schüchtern. Oh, und der Strom ist aus, also können wir gar nicht wissen, ob sie Gefriertemperaturen hat. Ah, siehste. Okay. Dann check ich nochmal gleich in einer Minute. Ja. Gib uns ein Zeichen, bist du hier?
Geist, bist du hier? Oh, der hat dich gewandert jetzt. Oh, eine Tür. Hier war das, oder? Ich kann nochmal den... Keller. Fingerabdrücke. Okay, nice. Fingerabdruck. Ich kann nochmal gucken. Ich gehe mal hier runter. Vielleicht gebe ich hier... Nee, sie ist genau hier in der Tür gewesen. Okay. Oder es sind die Fingerabdrücke, die mir gezeigt wurden. Und gefrier Atem. Okay, der Raum ist immer noch derselbe. Ja, die schmeißt hier hinten die ganze Zeit Sachen rum. Ja, ich guck mal kurz, was es sein kann. Ja, lass mal kurz rausgehen dazu, nicht, dass sie gleich huntet. Guter Call. So. Okay, lass mal gucken, vielleicht latscht die ja doch noch durch. Was kann's denn jetzt noch sein? Benji, Verdotz, Hantu und Obake. Hantu, Gefriertemperaturen und Obake wären EMF. Hast du Gefriertemperatur wieder mitgenommen? Also es kann nur noch Dots und EMF sein. Gefriertemperatur habe ich, aber den müsste man auch an dem Atem sehen. Das heißt, mach mal EMF an. Ich glaube, das ist... Hab ich an. Okay, gut. Und dann könnte es nur noch Dots sein. Das heißt, renn mal die ganze durch die Gegend und sag, sie sollen ein Zeichen geben. Und renn direkt... Gib mal ein Zeichen, du Kleine. Renn direkt hin, wenn irgendwas runterfällt. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bitte gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Macht die noch was? Nee. Latsch mal durch den Raum und sag es. EMF 5, wir haben's. Geil. Ein Obake. Ein Obake. Machen wir noch ein Foto. Ah, haben wir gar nicht. Wir haben kein Fotoapparat dabei. Oh Gott, wir haben gar nichts. Na klar, ich habe einen dabei. Ah, geil. Ich geh nochmal rein. Den Geisterkopf fotografieren und nehmen. Den Skelettkopf am... Also, wo ist der denn? Der ist direkt da beim Essbereich, warte. Okay. Den gerne mal kurz fotografieren und dann nehmen. Der ist direkt hinten am Fenster. Wir haben alle gefunden, außer es fehlt nur noch Voodoo-Puppe und dieses Summoner-Kreis. Dann haben wir alles. Somebody touch my baguette. Hab ich. Danke für die Subs, die lese ich nachher alle vor, ihr lieben Stinkerles. Ihr lieben Stinkerles. Geil. Dann. Wenn es jetzt wieder ein Mimic ist, dann bin ich so sauer. Ja, rein in die Butze. Dann bin ich auch sauer. Aber es sind halt wieder diese scheiß Orbs, ne? Es könnte halt schon sein, weil in der Nähe von Geisterkugeln ist der scheinbar auch. Ah, okay. Bitte nicht. Ah, yes, wir haben richtig gehabt. I've got some jobs ready for you. Geil. Ja! Yeah! So, wir machen jetzt nochmal ein... Sehr nice. Ein Harris. Und zwar machen wir mal nochmal Willow, wo ich erbärmlich gestorben bin. Ich habe $117, ich kann so viel kaufen. Wir brauchen unbedingt das Feuerzeug. Ja, das Feuerzeug, das habe ich ja schon. Und Salz und so nehme ich auch mal mit, das kostet ja nichts. Räucherstäbles. Alles, was man noch extra machen kann vielleicht. So, dann haben wir noch eine starke Taschenlampe, haben wir zwei, passt. Okay, dann ready. Ich pack noch was rein. So. Geil. Let's go. Ich will noch die Voodoo-Puppe. So. Ja, ich will die auch sehen. Paul Robinson.
Okay, dann mache ich es wieder so. Ich gehe runter, mach Strom an, guck unten und du oben, oder? Yes. Die geilste Taktik ever. Let's go. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte jetzt eine Voodoo-Puppe. Oh, hier ist direkt ein Fuß. Das ist ja. Oh, ja, wir haben die Karten. Wir haben sie schon gefunden. Tarotkarten. Nice. Lass mich kurz Strom anmachen. Nicht umbringen. Ja. Es geht los. So. Okay, ich weiß nicht, was der Moon macht. Und hier ist auch ein Fuß auf dem Boden. Gib uns ein Zeichen. Oh nein, ich habe den Fuß aufgehoben, aber nicht fotografiert. Kann ich das noch? Ist nicht schlimm. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Sollen wir mal Tarotkarten-Action machen? Ja, ich habe schon mal eine angemacht. Okay, was war da? Es war The Moon und es genau, hat sich Moon verwandelt heißt, in den Trickster. Das Licht aus ist irgendwie. Ah, okay. Ist. Ah, okay, okay, okay. Gib uns ein Zeichen. Mach nochmal eine Karte. Die liegen hier vorne noch. Wo war die Tür? Du hast eben Links von uns, oder? Ja, genau. Das müsste dann hier so sein irgendwo. Ich glaube, die Tür ist zugegangen, oder? Gib uns oder ein Zeichen. Hier die, oder? Maybe. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Jetzt 6 bist Grad. 9 Grad. Oh, EMF5. EMF5 direkt. Oh, geil. Okay. EMF5. Sollen wir gehen? Bist du hier? Geisterbox. Ich hole erstmal das Geisterbox. Geisterbuch dahin. Genau, wir haben Geisterbox. Was, hier oder? Ja, genau hier. Ja, er schmeißt auch hier was. Schreib in das Buch. Schreib ins Buch, Ghost. Sam, wenn du hier bist, schreib ins Buch. Der Film war schön. Draußen kann ich es nicht ziehen. Wheel of Fortune, was heißt das? Wheel of Fortune. Oh, du willst mich töten. Moon? Death. Komm raus! Oh nein, aber er lebt noch. Ja, der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt noch. Lebt denn der alte Papa? Da steht da ganz böse. Das wirst du bereuen. Ich hab doch gesagt. Ich werde dich. Ich hab doch gesagt, du sollst rauskommen. Ja, es ging nicht. Die Tür war schon zu. Ja, das kann ich ja nicht wissen. Willst du nochmal mit den Karten spielen oder war es das jetzt? Das war es jetzt. Ich wollte es wirklich nicht, Papa Delle. Okay. Ja, das glaube ich dir. Ich will nochmal mit den Karten spielen. Nein, geh weg. Wo hast du sie hingepackt? Liegen die im Wagen? Nee, die liegen hier irgendwo. Ich habe die hingeschmissen. Ah! No risk, no fun. Das ist mein Motto. No risk, no fun. Sieht nicht urbig aus. Es sieht nicht urbig aus. Also, wir haben zwei Sachen, ne? Ja. Lass mal ausschließen, genau, gute Idee. EMF Gespenst. Und Geisterbox, hast du gesagt. Genau, wir haben Zwillinge, Gespenst und Spirit. Spirit wäre. Spirit wäre Geisterbuch. Zwillinge wären Temperatur. Und Geist ist Dots. Okay, es heißt Dots, Temperatur und Semmelbrösel.
Gut, habe ich beides. Semmelbrösel. Aber wo ist denn der jetzt genau? Ist der da wirklich in dem Flur? Oh nein, ich habe die Tarotkarten zu weit geworfen. Ich kann sie nicht nochmal einsammeln. Doch, die sind doch hier unten. Ja. Ah, ich konnte doch. Aber ich will echt nicht sterben, ne? Ich habe kein Geld mehr. Ich habe mein ganzes Geld verzockt. Ja, ich habe sie jetzt nochmal ins Auto gelegt. So. Geist, gib uns ein Zeichen. Ich weiß halt gar nicht, ob der hier ist, ne? Ich guck mal, ob... wir müssen einfach Räucherstäbchen benutzen, deswegen komm ich mal rein. Ja, sehr gut. Ich guck mal unten, ob er den Ding ausgemacht hat. Nee. Also ist noch an, aber er hat halt überhaupt nicht mal annähernd Gefriertemperatur. Hast du das Licht angemacht? Nee. Okay. Der ist nämlich, glaube ich, gewandert. Oder? Wenn ich diese Sachen anmachen muss, muss ich einen Rechtsklick drücken oder wie geht das? Oh, hier, Minus. Wir haben Minus gerade gehabt. Wirklich? Ja. Minus. Wir haben Minus gerade. Wir haben's. Okay, dann haben wir es. Let's go outside. Ja, aber. Okay, aber wir müssen. Okay, ja. Okay. Minus. Gefrier, es sind die Zwillinge. Möchtest du noch mal Tarotkarten spielen? Nee, ich will aber die Räucherstäbchen noch benutzen. Ach so, dann mach das gerne. Du musst Feuerzeug... Also ja, aber wie mache ich das genau? Muss ich das machen, wenn er handelt oder du einfach musst, so? Nee, du musst jetzt einfach räuchern. Das passt okay, schon, dann ist das schon erfüllt. Wo sind denn die Tarotkarten? Die liegen im... Ach so, die hat er wieder reingeschmissen. Hä, die sind doch hier gar nicht. Ah, doch. Und du musst da mit den Räucherstäbchen ein bisschen durch den Raum laufen, sonst bringt's nichts. Hab ich gemacht. Gut. The Moon. Guck mal, ob jetzt ein Licht angeht. Okay. Na, ich guck mal, ob es. Nee. The Sun. Jetzt müsste es aber an sein. The Sun ist ja. Das ist Licht. Oh. Ja. Hast du die Tür zugemacht? Ich hoffe, du stirbst genug. Mach aus! Hol dir Gnu. Sie hat's verdient. Ja, genau, er handelt gar nicht mehr. Oh Mann! Aber mich reizt es so. Sind die Karten weg? Hast du alle benutzt? Oder? Ja. Okay. Ja gut, dann können wir jetzt ja gehen. Ja. Oh Mann, ey, ich dachte, wenn ich jetzt sterbe, drehe ich durch. Scheißdreck. Okay. Er handelt auch okay. Schon wieder, ne? Ja, er ist saui. Er ist richtig. Haben wir alles? Ja. Wenn es jetzt wieder ein Mimik ist, bin ich sauer. Dann hätten ja Orbs da sein müssen. Wir haben es richtig genug. Geil! Komm, machen nochmal. Ich will jetzt noch. Machen wir mal das hier. Fortgeschritten. Ich will nämlich noch unbedingt die Voodoo-Puppe. Voodoo-Puppe. Weil same. Ich finde halt, okay, dieses Ritual, schön und gut, aber da kannst du den ja nur festhalten, den Geist. Aber Voodoo-Puppe finde ich voll interessant. Machst doch mal das Feuerzeug dazu? Genau, perfekt. Okay, ready. Let's get ready to rumble. So. Kerze sie aus, Pusti. Ich mach wieder an. Das ist eigentlich wie immer. Tough one, okay. Bist du da? Ja! Gut. Ich geh kurz runter und mach an. Und dann suchen wir ab. Du kannst wieder hochgehen, ich mach unten.
Alles klar. Ja! Wie heißt denn der Geist diesmal? Das ist egal. Da muss ich wahrscheinlich nochmal gleich hingehen, was? Nein, musst du gar nicht. Kannst auch ins Buch gucken. Okay. Hallo. So, wo ist denn der Strom? Stromisch an. So, jetzt lasst uns mal nochmal alles genau anglupschen. Kann man gar nicht mehr öffnen. Boah, hier viel Zeugs. Soll ich denn das finden? Da muss man ja ganz genau hingucken, gell? Und vor allem die Voodoo-Puppe finden wird schwierig. Die Voodoo-Puppe, die wird mich schon reizen, gell? Da schreibt einer so, ich verstehe nicht, warum man in den Chat reinschreibt, hast du Bock auf Sex? Ja, aber ganz bestimmt nicht mit dir, du Lappen. Was bitte? Ja. Fahrt nur irgendwas. Oh. Okay, EMF3. Hört nur irgendwas durch die Wände. Ich habe irgendwas gehört von wegen, und er will Sex, aber ganz bestimmt nicht mit dir, du Lappen. Ja, weil so ein Idiot hier reinkommt und rumnervt ist. Was war das denn? Oh, er ist in der Küche, glaube ich. Okay, er kocht gerade. Nee, er hat gerade hier mit der Mikrowelle gespielt. Voll traurige Musik eigentlich. Schreib ins Buch. Geist, wenn du hier bist, schreib mir ein Kochrezept. Und bei mir klopft's. Ich glaube, bei mir hackt's Beifall. Ich habe hier nichts gefunden. Ich auch nicht. Bist du hier? Oh ja. Okay, er ist da. Ja. Dann fahre ich mal dahin. Ja, aber überhaupt kein... Schreib ins Buch. Die Frierli. Wenn du hier bist, schreib ins Buch. Wir haben noch nichts gefunden jetzt, gell? Geh nochmal hoch. Wir haben das Geisterbox, ne? Ja. Achso, du meinst von Gegenständen, ja. Mhm. Ich sehe schon, der Geist wird uns gleich richtig fertig machen. Hör auf mit der Scheiße, bitte. Ich gebe es auf. Ich sehe schon, wir sind gleich alle tot. Hä, hier ist kein Gegenstand, das kann doch nicht sein. Stimmt, so eine Geister... so eine Spieluhr oder sowas. Ein Ball? Guckst du noch mal unten, ob du was findest? Ja. Im Keller. Danke für die Subs, die lese ich nachher alle vor. Dankeschön, ihr kleinen Stinkies. Das ist so nett. So, Warte mal, wir hatten EMF3, ne? Ja. So, let me looky looky. Obby Ops. Mach mir ein Schinken-Käse-Sandwich mit extra viel Butter, bitte.
Hat er vorhin auch gekocht? Er hat nicht ins Buch geschrieben. Okay, Guys, bist du hier? Aber wir haben immer noch nicht den Gegenstand gefunden. Vielleicht ist es ja eine Voodoo-Puppe. Nimm mal die Fingerabdrücke mit. Aber bitte mit Sahne. Gib uns ein Zeichen. Geh mal hier hinten checken. Hier hat er, glaube ich, gerade Türen aufgemacht und so. Nee. Gib uns ein Zeichen. Sag uns deinen Namen. Sonst werde ich dich vergraben. Also hier ist er nicht, jetzt 20 Grad. Ich werde mich an dir laben. Der ist schon hier. Vielleicht hier hinten? Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Hä, wo ist denn der jetzt auf einmal hin? Oder war er doch hier? Gib uns ein Zeichen. Ist der weg? Oder ist nur die Heizung aus? Wo war denn die Heizung? Die war unten. Guckst du mal, ob die Heizung noch an ist? Oh, er ist hier in der Garage. Ja. Er ist in der Garage. Hä? Gib uns ein Zeichen. Ja, er ist in der Garage. Okay, aber ich habe keinen Gefrier. Okay, dann komm ich hoch. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ja, definitiv hier. Die Sau. Dann hole ich mal kurz die Bist Kamera Bist du hier? Her. Ey, Gnu, im Keller war auch noch so eine ganz komische Box. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, können wir gleich mal anklupschen gehen. Warte, ich mach mal kurz die Taschenlampe aus, dann gucke ich, ob hier Orbs sind. Ah, hier hat er was umgeworfen. Hier ist er. Er ist im Arbeitszimmer. Nee, ich sehe Orbs. Ich sehe Orbs. Er ist hier drin. Okay, okay. Oh no! Harpo hat es noch nicht mal gemerkt, dass ich tot bin. Ja, Gnu, ich würde sagen, heute ist einfach nicht dein Tag. Mann. Scheiße. Ich bin noch nie so oft gestorben. Wir haben fortgeschritten. Wir haben nicht mal schwer. Verdammt. Mon Dieu! Nicht, oder? Doch, Geisterbox hatten wir auch noch. Wir hatten Geisterbox und Geisterorbs. Okay, und das heißt, wir haben jetzt die beiden noch. Die drei. Ma, Yokai und Onryo. Und dann schauen wir mal kurz. Ma, Yokai und Onryo. Onryo. Das wäre Gefriertemperaturen. Was haben wir noch? Ma, Geisterbuch. Das bringe ich nochmal in die Dings. Und der letzte war Yokai. Yokai. Nicht Yurai, sondern Yokai. Da oben. Dots. Okay. Sacre bleu. Mon Dieu. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich bin noch nie so oft gestorben, Leute. Das ist so ein Armutszeugnis. Ein Armutszeugnis ist das. Ist das heute nicht ein Armutszeugnis, aber auch. It's so sad. It's
so super sad. Also, der war auf jeden Fall auf der Garage. Oh oh. Ich glaube, Papo hat keine Sanities geflutet, oder? Was war denn das für ein Arschgeist? Der Sack. Hä? Oh, er hat dich. Das war! Oh. Scheiße! Oh, du hast keine Pillen genommen. Oh, du hast keine das Pillen genommen. Naja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich wollte es risky machen, verstehst du, ich meine? Hm? So richtig Spock drauf. So, Xu, ich muss jetzt leider los. Nein, noch eine Runde. Na gut, eine letzte. Gut. Oh, ich habe keine Gegenstände mehr. Oh nein. Ich hole mal kurz noch ein Feuerzeug. Ich hole einen. Ich habe einen Bewegungssender. Das waren gar keine Dots, ne? Ja. Dann machen wir noch. Irgendwas Kleines. Willow Street findet man immer gut. Let's go. Also, wir haben starke Taschenlampe, Thermo und Feuerzeug. Also alles, was wir eigentlich needen. Und Sanity-Pillen. Yes. Ja, ich habe auch noch Sanity-Pillen reingeheatet. Okay. Yes. Es war echt leicht, ihn zu überreden, ne? Gegenstände können auch in Schubladen sein. Oh nein! Gegenstände können auch in Schubladen sein. Do you hear? Are you here? So, are you here, mate? Ich mach Ding an. Wir müssen auch in Schubladen gucken. Jennifer Brown. Jennifer Brown. Jennifer Brown. Jennifer Brown. Wir haben jetzt gerade gar nichts gefunden gehabt, oder? Ja, wir müssen in Schubladen auch gucken, das wusste ich nicht. Ah, okay. Okay. So, haben wir hier wieder die Tarot-Karten? Tarot-Karten? Nein. No Tarot Cards. Jennifer Brown, wir sind jetzt hier. Bist du hier? So, Heizung ist an. Okay. So, die Spüle kann man übrigens nicht aufmachen. Nee. Spüle nicht. Das ist doof, dass man jetzt alles öffnen muss. Ja, nee, das ist doch gut. Endlich mal was zu tun in dem Game. Wir überleben halt nicht mal richtig eine Runde. Ich gehe in den Keller. Ja. Flup, 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 nichts drin. Hier? Nur ein Bär. Und hier ist noch irgendwas. Was nur ein Heft. Okay, dann gehe ich mal gegenüber. Flup, hier geht nichts auf. Scheint aber auch nichts zu sein. Auch keine Tarotkarten, ist nur ein Handy. Ich hätte so Bock auf eine Voodoo-Puppe, Mensch. Ah, der Spiegel. Ich habe den Spiegel. Okay, nice. Da guck mal rein. Im Keller. Im Keller? Ja. Okay, das ergibt auch Sinn, weil hier liegen voll viele Sachen auf dem Boden. Und nämlich war es dieser Raum. Geist, bist du hier? Er müsste hier irgendwo hier drin sein. Ja, dann ist der wahrscheinlich hier drin. Und hier hinten ist auch der Knochenfuß. 7 Grad. 9 Grad. 5 Grad. Hand ist vorbei. Okay, da war es keine Hand. Dann war es nur eine Erscheinung. Was hat denn das EMF gesagt? Okay. Nicht 5 auf jeden Fall. Bist du hier? Sollen wir gehen? Okay.
Lass mal die Geisterbox hier. Fingerabdrücke kann gut sein, weil die hat Licht angemacht. Ich hol mal noch ein paar Sachen. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Es ist immer gruselig, dass man nicht weiß, ob es ein Event ist oder ein Hand. Was brauchen wir? Smudge-Sticks? Was ist denn das? I need a Schmatz-Stick. Erstmal Pillen fressen, ey. Wir haben auch schon wieder keinen Gegenstand gefunden, ne? Doch, den Spiegel. Achso, stimmt, ja. So, ich guck mal nach Dots. Dots. Wir können auch gucken in den Spiegel, ob er immer noch in dem Raum ist. Achso, die Räucherstäbis, stimmt. Ich glaube, Rennen ist auch nicht gut, ne? Also, gib uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ja. Wir haben Orbs. Nice. Gib bist uns du hier? Ein Zeichen. Bist du hier? Schreib ins Buch. Sollen wir gehen? Lass mich mal rein. Bist du hier? Bist du böse? Okay, nix. Gib uns ein Zeichen. Okay. Willst du aufs Maul? Oh, das war aber ein Zeichen, ne? Was sagt denn EMF? Was hat sie? Null. Wird irgendwas also angeschmissen, eins. Aber richtig hart. Gib uns ein Zeichen. Sonst kann ich auch EMF nehmen, wenn du es gerade nicht kannst. Doch, alles gut. Gib jetzt. Uns ein Zeichen, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns Zeichen, sonst gehen wir. Dann bist du wieder ganz allein. Gib uns ein Zeichen. Ich hol mal die Dots. Jennifer Brown. Dots. Und du solltest unbedingt mal Sanities nehmen. Na gut. Und vielleicht können wir dann noch mal im Spiegel kurz abchecken, ob die noch da ist. Wo hab ich den denn hingeschmissen? Hier war der irgendwo. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Spiegel gar nicht die Location ändert, der Raum. Also immer nur, wenn... also bei Fortgeschritten ändert der Geist eigentlich meistens eh nicht den Raum, aber mir kam es so vor, als hätte er es getan. Mhm. Ja, es kann sein, dass er immer unterschiedlich ist, aber der Geisterraum ist, glaube ich, immer derselbe dann. Ja. Nimm mal Sanity. Okay, ich nehme mal eine Sanity-Pille. Sanities! What a morning coming, I don't know why, Sanity. Okay. Insanity! Klatsch. Also eigentlich ist die hier. Laut Herbs. Gib uns ein Zeichen. Ah, Fingerabdrücke. Okay. Fingerabdruck machst und... Machst du gerade die Tür zu und machst du das? Das war die. Fingerabdrücke und was hatten wir noch? Geister... Geister Orbs, hast du gesagt. Ja, genau. Dann lass uns mal gucken, was das ist, mit dem wir rausgehen. Kurz. Okay. Also, was kann es denn noch sein? Es kann noch sein. Benji Hantu Obake. Benji wäre Dots. Obake Hantu. Hantu wäre Gefriertemperaturen und Obake wäre EMF. Also, es könnte nur noch EMF sein, Gefrier oder Dots. Ich glaube, Gefrier können wir ausschließen. Ich glaube auch. Also haben wir EMF oder Dots. Ja. Versuche sie mal zu triggern. Jennifer Brown. Sag ihm, sie soll ein Zeichen geben, weil sonst handelt sie nur. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich uns. Lauf durch unsere Dots, damit wir den Beweis haben.
Hier musst du die Kamera anders drehen. Kannst du mal die Kamera mehr drehen und die Dots mehr in den Raum machen vielleicht? Dass die Kamera mehr zu den Türen zeigt, da wo sie geplaced wurde, zur Tür hin zeigt und die Dots dann vor die Tür, weil da hat sie vorhin auch was angetouched. Ja, ich mach kurz. Das checkt nicht, oder? Ah, jetzt gut. Okay. Genau, und da hat sie Dots hin, weil da fliegen auch die Orbs. Perfekt. Und vielleicht kannst du rausgehen und sagen, sie sollen Zeichen sagen, weil ich glaube, sie ist schüchtern und dann rennst du schnell rein mit den EMF. Ach, ich liebe es, Leute von Weitem zu dirigieren. Wie sieht es eigentlich mit seinen... Ja, ich sehe das. Dauert es so lang? Ist die Heizung noch an? Die Heizung unten oder oben? Ich glaube, die war oben in der Garage. Ich guck mal kurz. Wenn nicht, dass es doch gefriert ist und die hat wieder die Heizung angemacht. Bin schon auf dem Weg. Okay. Was war es, Dots? Gefrier? Heizung ist noch an. Okay, also Gefriertemperatur ist es, glaube ich, auf keinen Fall. Dann kann es ja nur noch Dots sein. Und was war das andere noch? Ja, mal? Oder EMF, ne? Ja. EMF. Ja, EMF müssen wir nochmal triggern, weil Dots kann manchmal dauern. Sag ihr mal, gib uns ein Zeichen, zeige dich, öffne die Tür. Oder sieht man den nur so? Okay, EMF3. Okay, machen wir mal ein bisschen weiter. Und? Leider immer noch nichts. Macht ihr auch keinen, berührt ihr auch nichts oder so? Ja, so hat es gerade. Doch, sie hat was rumgeworfen, aber das hat nur EMF3 gemacht. Okay, ich geh nochmal raus. Okay. Achso, Nachtsicht muss aus. Manchmal siehst du denn aber auch mit Nachtsicht. Hallo, Sakuri. I don't know, man. Ich nehme noch mal so eine Sanity-Pille. Ja, also irgendwie. Da ist nichts zu sehen, oder? Nee, ich glaube aber, das ist Dots Sinn, oder? Weiß ich nicht. Die Gefriertemperaturen haben wir ja zweimal gecheckt. Das glaube ich nicht, das hätten wir gesehen, ja. Also es hat EMF beides... EMF5? Ja. Hallo! Sollen wir choken? Beweise, ich würde fast sagen, es sind Dots. Gucken wir mal kurz, was es ist. Es könnte ja, wenn es jetzt keine Dots sind... Dann wäre es ja EMF und dann wäre es ein Obake. Also es könnte jetzt nur noch Obake sein oder eben ein Benji. Jetzt lesen wir mal, was die sind. Obake oder Benji. Obake ist, die viele Formen annehmen können. Man hat gesehen, wie sie Homonyme fordern, ihre Beute zu locken. Stärken bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt ein Obake nur selten eine Spur. Manchmal wandelt sich dieser Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. So, das Obake. Er hinterlässt selten Spuren. Jetzt gucken wir mal. Was war nochmal Obake und? Banshee oder Huntu?
Genau, Benji. Und Benji steht da. Ein Benji wird jeweils nur eine Person jagen. Benjis fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv wie ein Umkreis. Ich würde fast sagen, dass es ein Obake ist, oder? Weil der zeigt sich ja gar nicht. Ja, der zeigt sich echt nicht so viel. Vielleicht ist es EMF. Ich mache EMF. EMF, weil Dots hätten wir, glaube ich, schon gesehen. Ja, aber sie hat sich ja noch keinmal gezeigt, außer einmal. Ja. Aber das spricht ja dann für Obake. Ja, und das wäre dann eben 5. Ja. Na gut, dann gehen wir dafür. Let's go! Let's go! Es geht wieder los nach Hause! Oh, das ist ein Benji, weil er uns zusammen nicht... Aber hätte er auch bei Papo schon längst gehuntet. Bitte lass es nur Barke sein, bitte lass es nur Barke sein, bitte lass es nur Barke sein. Nein, es war ein Benji, scheiße. Scheiße. Naja, Papadell, ich entlasse dich hiermit für heute. Und okay. Ich mache noch eine wunderbare Abmod für mein Video und sage Dankeschön. Unten in der Beschreibung findet ihr Papus Kanal. Und wir werden sicherlich noch die Voodoo-Puppe und den Kreis finden. Ansonsten klärt uns bitte in den Kommentaren auf über alles, was ihr daraus wisst. Was sind die neuen Sachen von den Geistern und allem? Ich bin sehr gespannt und sage immer danke fürs Zuschauen. Und jetzt raus! Thank you! Bye!